Wenn ihr, wie ich lange Zeit selbst, ein iPhone benutzt habt und dann plötzlich zu Android wechselt, dann werdet ihr von Apple bei vielen Diensten ausgegrenzt. Ihr könnt eure Apple-Kopfhörer nur noch eingeschränkt verwenden, eure Apple Watch wird zum teuren Briefbeschwerer und eure Freunde müssen euch künftig ignorieren, weil ihr keine Zeugen je... weil ihr jetzt eine grüne und nicht mehr eine blaue Sprechblase in der SMS-App seid. Es gibt allerdings eine Lösung, wie ihr iMessage-Nachrichten, Fotos und Sprachnachrichten direkt von eurem Android-Smartphone aus senden könnt und dabei auch eine blaue Sprechblase bekommt, als würdet ihr von einem iPhone aus SMS-Nachrichten tippen. Wir zeigen euch heute, wie das geht. Bevor es allerdings mit der Anleitung losgeht, müssen wir zuerst über das große Problem mit iMessage reden. Apple kombiniert nämlich seine SMS-App am iPhone mit seinem proprietären iMessage-Dienst. Dabei ist SMS der mittlerweile 30 Jahre alte Mobilfunkstandard für Textnachrichten und iMessage ist genauso wie WhatsApp, Telegram oder Facebook Messenger ein Drittanbieterdienst. Mittlerweile gibt es mit RCS einen neuen SMS-Standard, welchen in Deutschland alle großen Mobilfunkanbieter unterstützen. Diese neue Art von SMS benutzt genauso wie iMessage oder WhatsApp das Internet, um Nachrichten zu versenden. Ihr könnt damit also hochauflösende Bilder, Sprachnachrichten und sogar Videos senden. Und wenn ihr im WLAN seid, ist es sogar gratis. Das Problem ist, es gibt genau einen einzigen Hersteller, welcher sich der Implementierung von RCS widersetzt. Und ihr habt es natürlich erraten, es ist Apple. Apple nutzt nämlich seine feste Integration von iMessage in die SMS-App aus, um iPhone-Nutzer auf iMessage zu holen und alle anderen davon auszuschließen. Meiner Meinung nach sollte Apple gesetzlich dazu gezwungen werden, SMS und iMessage zu trennen. iMessage hat natürlich durch diese Integration in die SMS-App einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Diensten wie WhatsApp, Facebook oder Signal. Diese Apps und Dienste müsst ihr euch vorher aus dem Store holen, während iMessage praktischerweise nicht nur auf eurem iPhone drauf ist, sondern sogar in der SMS-App integriert ist. Bisher war das nie ein Problem, denn SMS sind eben SMS und iMessage ist eine nette Erweiterung für alle iPhone-Nutzer. Aber jetzt bietet halt SMS denselben Funktionsumfang wie iMessage und plötzlich will Apple nicht mehr alle SMS-Funktionen unterstützen. Weil man fürchtet natürlich, dass niemand iMessage mehr nutzen würde, wenn SMS eh dasselbe kann. Wenn das nicht die Definition eines Wettbewerbsverstoßes ist, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn damals die Bündelung von Windows XP mit dem Windows Media Player eine 500 Millionen Euro Strafe gerechtfertigt hat, weil es eben gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoßen hat, dann verstehe ich beim besten Willen nicht, dass Apple mit seiner SMS-App einfach einen Messenger integrieren kann und das vollkommen legal ist. Aber das ist nur meine Meinung und ich bin natürlich kein Rechtsanwalt. Ich bin aber ein Technik-Fan und kann euch zeigen, wie ihr iMessage auf eurem Android-Smartphone benutzen könnt. Wir verwenden hierfür die kostenlose und quelloffene App Bluebubbles, womit ihr iMessage quasi auf allen Plattformen installieren könnt. Zur Einrichtung braucht ihr allerdings leider einen iMessage-Server. Hierfür könnt ihr euren Mac benutzen und wenn ihr keinen habt, könnt ihr euch entweder einen Hackintosh einrichten oder ihr stellt euch einfach auf dem PC eine virtuelle Maschine mit macOS, welche ihr im Hintergrund laufen lasst. Wenn ihr übrigens ein Video sehen wollt, wie man macOS auf einem PC installieren kann, bleibt auf jeden Fall dran und abonniert unseren Channel TechArea. Für unseren iMessage-Server gehen wir zuerst zur offiziellen Seite von Bluebubbles und wir klicken oben rechts auf Downloads. Wählt hier auf der rechten Seite bei Server das Apple-Logo, woraufhin ihr auf die GitHub-Releases-Seite von Bluebubbles kommt. Scrollt da ein bisschen nach unten, bis ihr die bluebubbles.dmg-Datei findet. Klickt einfach darauf, um diese herunterzuladen. Nach dem Download öffnet ihr diese Datei und zieht jetzt einfach Bluebubbles in euren Apps-Ordner, um es zu installieren. Bevor ihr Bluebubbles überhaupt startet, müssen wir zwei Dinge erledigen. Zuerst müssen wir der App eine Berechtigung gewähren. Öffnet dazu die Einstellungen und navigiert zu Sicherheit und Datenschutz. Dort müsst ihr links erstmal zu Festplattenvollzugriff navigieren und Bluebubbles diese Berechtigung erteilen. Als nächstes navigiert ihr zur Seite von Firebase. Das ist ein kostenloser Google-Dienst, welchen ganz viele Apps als Server für Benachrichtigungen benutzen.
Meldet euch mit eurem Google-Account an und geht oben rechts zu Go to Console. Danach wählt ihr Projekt erstellen und gebt ihm den Namen Blue Bubbles App und dann klickt ihr auf Weiter. Deaktiviert im nächsten Schritt einfach die Google Analytics und klickt auf Projekt erstellen. Hier müsst ihr eventuell ein bisschen abwarten, bis euer Projekt fertig erstellt ist. Von hier müssen wir zwei Dinge herunterladen. Für die erste Sache klappen wir das Menü links bei Entwickeln auf und wählen hier Real-Time Database. Da klicken wir jetzt auf Datenbank erstellen. Wählt in diesem Pop-up-Fenster idealerweise einen Server in der EU, beispielsweise in meinem Fall ist Belgien der einzige Server, welcher in meiner Nähe verfügbar ist. Klickt dann auf Weiter und im nächsten Schritt klickt ihr auf Aktivieren. Jetzt geht ihr links oben zu diesem Zahnrädchen und wählt Projekteinstellungen. Dort navigieren wir zum Tab Dienstkonten und klicken dort auf den Button Neuen privaten Schlüssel generieren. Das müsst ihr in einem Pop-up auch jetzt nochmal bestätigen und euer erster Download ist abgeschlossen. Als nächstes gehen wir zum Tab Allgemein und klicken ganz unten auf dieses kleine Android-Icon. Hier müsst ihr nur eine einzige Sache ausfüllen und zwar müssen wir den Android-Paketnamen ganz oben eingeben. Dort geben wir jetzt einfach ein com. Und dann einen beliebigen Namen und schließlich Blue Bubbles. Schreibt dabei alles klein und trennt die einzelnen Wörter nur mit einem Punkt. Klickt dann auf den blauen App registrieren Knopf und daraufhin könnt ihr schon die googleservices.json Datei herunterladen. Auch diese benötigen wir für Blue Bubbles. Jetzt startet ihr die Blue Bubbles App und zieht jetzt erstmal die Google Services JSON Datei in das erste Feld und die Admin SDK Datei in das zweite Feld rein. Und das war's auch schon. Jetzt ist euer iMessage-Server mit macOS fertig eingerichtet und ihr könnt jetzt überall iMessage installieren. Dazu holen wir uns auf unserem Android-Smartphone erstmal die Blue Bubbles App aus dem Google Play Store und installieren sie. Hier überspringen wir alle Tipps und wir haben unseren Server schon eingerichtet, also gehen wir auf Scan QR Code. In der Blue Bubbles App auf unserem Mac gehen wir jetzt auf Home und dann klicken wir bei unserer Serveradresse auf dieses kleine QR-Code-Icon, um den Code anzuzeigen. Den scannen wir jetzt einfach mit unserem Smartphone ein und schon ist iMessage auf unserem Android-Gerät verbunden. Jetzt könnt ihr euren Freunden auch in iMessage Nachrichten schreiben, als hättet ihr, genauso wie sie, ein iPhone. Mit dieser Methode ist allerdings eure E-Mail-Adresse mit iMessage verbunden und nicht eure Telefonnummer. Wenn ihr auch eure Telefonnummer mit iMessage verbinden möchtet, dann müsst ihr eure SIM-Karte in ein iPhone einlegen, iMessage kurz aktivieren und dann euer iPhone ausschalten. Jetzt könnt ihr die SIM-Karte rausnehmen und in euer Android-Smartphone rüberstecken und dann ganz normal iMessage weiter benutzen. Nicht ganz ideal, aber es gibt auch einige zuverlässigere Methoden, welche ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. So, jetzt könnt ihr iMessage auf eurem Android-Smartphone verwenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr weitere praktische Techniktipps sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal Tech Area, denn das würde uns schon enorm weiterhelfen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.